Hallo und herzlich willkommen bei Gysi Time. Ja, es ist soweit. Heute steht das Dior Unboxing an und ich freue mich echt riesig. Es ist meine allererste Dior Tasche und ich habe wirklich lange überlegt, welches Modell es denn sein soll. Ob ich mir die hier kaufe oder vielleicht doch eine andere. Aber ich habe mich dann für die entschieden und ja, ich will gar nicht so viel drum herum reden. Lasst uns direkt zum Unboxing kommen. Erstmal möchte ich euch die Verpackung zeigen, weil ich finde die auch so toll, einfach nur. Es ist so eine Special Edition von Dior, also normalerweise haben die ja diese weißen Tüten mit dem goldenen Logo bzw. der goldenen Aufschrift. Und diesmal war es so eine Special Edition. Ich bin mir unsicher, ob es die noch von Weihnachten ist. Kann auch noch sein, dass es noch die von Weihnachten ist. Da die damals, soweit ich weiß, dieses Muster rausgebracht haben, müsste ich aber selbst nochmal nachschauen. Auf jeden Fall tolle Farbwahl, wirklich tolles Muster. Wenn man drüber geht, spürt man diese verschiedenen Texturen auch, die sie benutzt haben. Und auch hier das Gold schimmert total schön. Und was ich total süß fand, ist, dass die so einen goldenen Anhänger noch mit dran gepackt haben. Und der ist echt schwer, also ich vermute Metall oder so. Man kann ihn definitiv auch an seine Tasche oder einen Schlüssel hängen. Sieht echt toll aus. Ja, und jetzt kommen wir zu der Box. Oben drüber habe ich so eine Art Papierschutz. Staubschutz, je nachdem, also wenn ihr einfach rausgeht, dass die Verpackung selbst auch keine Mängel bekommt, sag ich mal, haben die hier so ein Papier drumherum gemacht mit dem Logo drauf. So, jetzt packe ich mal die Box aus. Also, man sieht hier die Box, die Schleife ist etwas runtergerutscht, die war eigentlich hier oben, aber gut. Das ist nicht so wichtig jetzt. Hier seht ihr wieder diese Box, auch wieder mit diesem schönen Special-Muster und einer süßen Schleife. Ich packe auf jeden Fall direkt aus und ich glaube, die meisten können sich denken, welche Tasche es geworden ist anhand der Größe von der Box. So, ich packe mal aus. So. Also, man sieht schon ein bisschen was. Ich tue mal kurz die Tasche beiseite, dass wir die Box wieder wegpacken. So. Riesig auf jeden Fall. Schaut mal, geht über meinen Kopf fast. Die Box ist wirklich riesig, aber total schön, auch zum Aufbewahren. Also ich bewahre auch alle Boxen immer auf von meinen Designertaschen. Manchmal tue ich die auch dort dann verstauen, vor allem wenn ich eine Tasche nicht so oft trage. Ja, hier der Staubbeutel benutze ich auch immer wieder, natürlich wieder mit dem Dior-Logo drauf, beziehungsweise der Aufschrift. Und jetzt kommen wir dazu und ihr seht es schon, es ist die Dior Booktote geworden. Ja, ich habe lange, lange überlegt, muss ich euch ehrlich sagen. So. Ich habe lange überlegt, welche Farbe es sein soll. Also mir war klar, dass ich entweder die Dior Booktote haben möchte oder die Dior Saddlebag. Und es ist jetzt die Dior Booktote geworden, weil ich sie einfach ein bisschen praktischer fand für den Alltag. Sie ist auch handlicher, finde ich, so ein bisschen fester Stoff. Und ja, ich dachte, der Sommer kommt, Gysi, du verreist wieder, du brauchst eine Tasche zum Verreisen, einfach eine praktische große Tasche und da passt die perfekt. Und dann gab es eben die Frage für mich noch, welches Design ich wähle, denn die Farbe, also dieses Modell gibt es in verschiedenen Designs und verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für die Oblique entschieden. Das ist so ein dunkles Blau, also dunkelblau, ja, beige, würde ich sagen, mit dem Monogramm drauf. Es steht Christian Dior Paris drauf und so sieht sie von hinten aus. Sehr klassisch, also ihr könnt es zu echt vielem kombinieren und ich wollte auch einen, die ich ja zu fast allem tragen kann, egal ob Jeans oder ob es mal was Eleganteres sein soll und auch passend für den Sommer. Und genau, was ich euch noch zeigen wollte ist, ganz wichtig, die ID-Card ist ja auch dabei. Also da ist immer so ein kleiner Umschlag und darin befindet sich dieses kleine Garantieheftchen und noch eure ID-Card.
Und auf der ID-Card steht drauf, wo und wann ihr die Tasche gekauft habt. Ich habe sie ja in München gekauft und es ist ein echt toller Nachweis dafür, dass die Tasche original ist, also gut aufbewahren. Ja, schön sieht sie aus, oder? Ich muss selbst immer ein bisschen staunen, wenn ich sie sehe, was für eine tolle Tasche das doch ist. Ich weiß, manche denken völlig bekloppt, aber diejenigen, die Taschen lieben, die fühlen gerade mit mir. Ja, und es ist für mich einfach so ein bedeutsamer Moment, weil es wirklich meine allererste Dior-Tasche ist und sie hat 2500 Euro gekostet, also es ist echt nicht wenig. Auch wenn es nicht meine erste Designer-Tasche ist und ich auch schon für andere Taschen relativ viel Geld bezahlt habe, ja, ist es für mich trotzdem was Besonderes gewesen. So viel dazu. Ich werde euch auf jeden Fall ein paar Details einblenden. Ihr werdet dann die fertigen Looks, also wie ich die Tasche kombiniere, mit was ich sie so trage, werdet ihr auf Instagram sehen, dann bei meinen Look-Posts und Outfit-Posts. Und so viel dazu. Ich glaube, viel mehr kann ich euch gar nicht... Ah ja, genau, doch eine Sache gibt es noch, bevor ich es vergesse. Ich persönlich werde die Tasche nämlich jetzt noch nicht tragen. Ich warte darauf, dass mein Organizer kommt, denn all meine Designertaschen trage ich immer nur mit Organizer. Das heißt, euer Innenleben wird dann nicht verschmutzt, sondern bleibt sauber. Ihr habt einen Organizer drin, man hat verschiedene Fächer drin und es schützt die Tasche wirklich immens. Und bei der Preisklasse ist es mir einfach ganz, ganz wichtig, weil man weiß nie, es kann immer Nagellack auslaufen, Mascara kann aufgehen, Lippenstift aufgehen und dann habt ihr die Flecken drin. Deshalb empfehle ich bei allen Designertaschen, wo ihr echt ein bisschen mehr bezahlt, benutzt einen Organizer. Und es gibt mittlerweile bei Amazon, Etsy und so weiter fast überall Organizer für Designertaschen, für alle verschiedenen Modelle. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, aber so viel dazu. Ich habe jetzt, glaube ich, genug erzählt. Ihr habt gesehen, welche Tasche es geworden ist. Seid beim nächsten Video auf jeden Fall auch wieder dabei, denn da geht es auch um Dior. Und zwar um etwas für euch, denn ich werde etwas von Dior verlosen. Ich werde dann ein Unboxing drehen, genauso machen wir das. Ich drehe hier ein Unboxing für euch, lade es hoch und auf Instagram könnt ihr dann mitmachen. Ich freue mich auf jeden Fall. Lasst gerne einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Tasche habt oder wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich auch vor allem jetzt, wo ich am Anfang stehe, auch super über Tipps und Tricks. Was hat euch gefallen, was nicht? Was wünscht ihr euch? Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!